Hallo Welt, da sind wir wieder in Pink Eos. Pink Eos wird autarker demnächst. Aber wir sind ja eigentlich immer noch auf Handelstour. Deswegen, nach der sehr ernüchternden Sache hier mit diesen Behältern, ja, die jetzt so viel Sinn für uns gar nicht mehr ergeben. Ich frage mich, ob ich die abreißen soll. Und dafür lieber hier für die Blümchen noch so ein paar Sachen hinbauen soll. Ach, das wollten wir auch noch einstellen. Genau. Ja, bin ich nicht sicher. Mal sehen. Auf jeden Fall würde ich ganz gerne das Inventar weiter aufräumen jetzt mal, damit wir da mal so langsam zur Pötte kommen. Und damit wir uns auch wieder bewegen können. Joa, das ist schon, da kann man sich schon eine ganze Weile damit beschäftigen hier. Wahrscheinlich wäre das auch alles sehr viel einfacher und nicht so ein Hin und Her, wenn ich mich einfach dran gewöhnen würde, wenn wir in der Siedlung sind, dass wir dann das ganze Material hier aufsammeln. Dann haben wir alles bei uns und dann brauchen wir nicht immer tausendmal für alles Mögliche hin und her zu rennen. Dann fällt uns ein, oh, wir brauchen ja doch noch Energie für die Dinger oder wir brauchen doch noch irgendwie was anderes. Und dann rennen wir wieder zurück und das dauert dann natürlich auch immer in diesem Tempo, denn verlangsamt sind wir ja so oder so. So, der adaptive Rahmen, der bleibt hier erstmal leer. Dann haben wir hier die, nee, die Messgeräte, die kamen ja auch woanders rein. Dichtmittel hätten wir ja hier schon mal. So, Dichtmittel wieder zurück. Ja, das wird schön, wenn wir das nachher dann alles... Ich weiß noch nicht, wie wir das sortieren. Am besten, ja, vielleicht alphabetisch, aber dann überlege ich dann vielleicht auch nach dem Periodensystem korrekt sortiert. Aber habt ihr euch das schon mal angeguckt? Das ist ja auch nicht so alles so ganz eindeutig sortiert. Ja, okay, doch, es ist nach Gas und nach Flüssigkeiten und Feststoffen. Das ist schon überlegt sortiert. Ja, aber... Hat das jemand noch? Weiß das jemand noch, wie das alles geht? Isozentrierter Silber. Isozentrierter Kompstation. Magnet, wollte ich sagen. Und, was haben wir hier noch? Wolfram und Eisen. Dann schmeißen wir doch erstmal vielleicht hier die Fertigbauteile alle rein, oder? Aber die sind auch so schwer, alle. Da kriegen wir auch nicht. Austinet-Verteiler. Ich weiß nicht, ob das so die beste Idee von allen ist. Hier, da haben wir doch sofort voll alles. Da, voll ist's. Und jetzt müssen wir den Rest sowieso auf den Boden werfen. Ja. Deswegen haben wir auch so eine große Basis, so eine große Fläche hier. Man soll es auch wahrscheinlich nicht alles in einer Basis horten. Man soll wahrscheinlich immer spezialisieren, die Basisen. Unterschiedliche. Aber ich möchte gerne hier jetzt eine Kiste für Kupfer haben zum Beispiel. Da wir so viele Kisten haben und ich jetzt unbedingt eine für Kupfer haben will, obwohl wir nur ein Teil Kupfer dabei haben... Packe ich jetzt hier Kupfer rein. Ich hätte gedacht, dass wir Klebstoff immer für alles brauchen. Ein Kupfer, Mamma mia. Dafür eine ganze große Kiste. Ja, wir kriegen das schon noch voll. Nickel, ja, das finden wir ganz gut. Und das können wir rausschmeißen. Nee, wichtig ist, sind jetzt Sachen, die wir hier vielleicht wirklich so schon mal einsortieren wollen. Sowas wie der Schwerelosdraht oder hier das reaktive Messgerät zum Beispiel. Das wäre doch dann hier drin. Nee. Wo ist denn die Kiste mit dem Schwerelosdraht? Ja, das wird noch besser, ich sag's doch. Ich überlege noch, ob wir das alphabetisch machen und dann so... Vielleicht in jedem Raum irgendwie das anders. Die sind ja alle gar nicht mehr da. Bohrgerät. War das doch hier drin? Silber?
Isozentrierter Magnet. Kommstation? Ja, das müsste dann eigentlich... All dieser Schrott fällt dir nur zur Last. Das müsste, dieses Dreiergespann müsste dann ja hier drin gewesen sein. Also Schwerelosdraht. Wo war das? Genau, Schwerelosdraht. Dann das reaktive Messgerät. Und was war das andere nochmal? Reaktives Messgerät. Das andere war hier der Tau-Regelwiderstand. Aber dann brauchen wir ja eigentlich diesen isozentrierten Magneten auch hier drin. Genau, die waren zusammen. Die gehörten zusammen, weil man da diesen Interlink rausbauen kann. Ach, was macht das an Spaß, die Sachen hier schön zu sortieren, wenn man das kann. Hier war Eisen immer drin am Anfang. Das brauchen wir auch für jeden. Für alles Mögliche. Gold. Immunstimulanz. Das ist bestimmt für dieses pharmazeutische Ding. Aha, Nickel kann runter auf den Boden geworfen werden. Ornamentales Material, ja, kann auch auf dem Boden, das findet man ja gut. Dieser Leiter, Pigment, Platine haben wir bis jetzt alles nicht gebraucht. Polymer haben wir auch bis jetzt noch nicht gebraucht. Nicht, dass ich wüsste, vielleicht für irgendeine Werkbank oder so. Ja, das kann ja sein, dass wir das dann auch, dass sich das rauskristallisiert, dass wir nachher sagen, wofür haben wir das denn gebraucht überhaupt? Polytextil, bis jetzt wüsste ich auch nicht. Vielleicht für eine Werkbank. Ja, und dann können wir das Zeug besser auch verkaufen. Mit gutem Gewissen, weil wir sagen, wir haben jetzt die Werkbänke, die wir brauchen und wir bewahren uns vielleicht so für 10 Werkbänke noch Material auf. Aber den Rest verkaufen wir. Schmierstoff wüsste ich jetzt nicht, schwerelos Aufhängung wüsste ich jetzt auch nicht. Sterile Nanoröhren wüsste ich auch nicht, dass wir die schon mal gebraucht hätten. Stimulanz, Tetrafluorid, ich glaube, das brauchen wir im Garten. Und Titan. Titan haben wir schon für irgendetwas gebraucht. Also da sollten wir, und unterkühlter Magnet und, was ist das? Vitinium, Brennstab, das wüsste ich auch nicht, dass wir das für irgendwas jemals gebraucht hätten bisher. Titan, aber Titan haben wir gebraucht und Tetrafluorid, ich glaube, das brauchen wir auch für irgendetwas. Ja, also Gold bis jetzt auch nicht, Argon auch nicht bis jetzt, Alkane, das gehört eigentlich auch in den Garten, meine ich, Aminosäuren, Beryllium, ja, ich glaube Beryllium haben wir auch noch für irgendwas gebraucht. Also machen wir eine Kiste mit Beryllium und mit, was war das andere? Ja, das, was ganz unten war jetzt gerade. Wir haben ja genug freie Kisten jetzt hier. Ja, genau. Silber, Wolfram, Eisen nochmal. Ja, okay, da ist das eben drin, Kupfer. Okay, da haben wir genau noch 2 Kisten. Passt perfekt. Also einmal für, was habe ich gesagt? Beryllium? Ist doch richtig, oder? Haben wir für irgendwas, brauchten wir mal Beryllium. Und das andere war für... Das andere war für... Das war doch für irgendwas da unten. Nickel. Nee, ach Quatsch, Nickel finden wir ja sofort. Titan. Ja. Gut. Ach, das geht nachher ruckzuck. Man braucht ja gar nicht in jede Kiste reinzugehen. Mal gucken, man braucht ja nur vorbeizulaufen. Wir müssen nur einmal aufpassen, dass wir keine doppelten Kisten bauen oder so. Wenn unten voll ist, kommt oben drauf noch eine und ach, das geht schon. Das ist alles gut. Das kriegen wir schon hin. So, diesmal passen wir ein bisschen auf beim Rauswerfen. Damit wir, da war ja noch was für, ja genau, hier für den Garten zum Beispiel. Aminosäuren können aber raus. Antimon kann raus. Dann Argon. Argon kann, glaube ich, auch raus. Bioblocker können raus. Struktur, aha, das muss woanders hin. Chlor muss woanders hin. Chlorsilane, da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Aber ich glaube, das brauchten wir auch nicht. Die gastronomische Freude kommt in die Küche.
Haben wir zwar bis jetzt auch noch nicht gebraucht, aber hört sich so nach Küche an. Gold! Gold kommt mal raus. Den Halbmetall-Wafer, den werfen wir auch mal hier hin. Ich denke, den findet man auch recht gut. Halluzinogen, wahrscheinlich für die Pharmakologie, für die pharmazeutische Laborwerkbank. Hyperkatalysator wahrscheinlich auch, aber wir schmeißen es mal raus, genau wie die Immunstimulanz. Isotopisches Kühlmittel kann hier raus und Klebstoff auch. Knochenornament kann hier raus, Kobalt auch. Kosmetikum haben wir bis jetzt auch noch gar nicht gebraucht. Ich vermute ja nach wie vor, dass das irgendwas mit den Kleidungssachen zu tun hat. Lösungsmittel brauchen wir jetzt auch nicht. Den Mac-Drucktank können wir rausschmeißen und den Mikrosekundenregler auch. Das Molekülsieb kann hier raus und das Monotreibmittel kann raus. Dann Nickel, ist gut zu erkennen, werfen wir auch raus. Nuklearer Brennstab, ja, sowas wollen wir gar nicht im Inventar haben. Das sollten wir irgendwo aber in der Ecke liegen haben, behalten. Also ornamentales Material kann raus und die Leiter kann auch raus. Pigment kann raus, die Platine kann raus, das Polymer kann raus. Polytextil kann raus und die Positronenbatterie kann sowieso raus. Die Regelstange kann raus und der Schmierstoff kann raus. Dann kann die Schwerelosaufhängung kann raus und das Gastronom, okay, das nicht. Die sterilen Nanoröhren können aber raus. Die Stimulanz kann raus. Tetrafluorid ab in den Garten damit und unterkühlter Magnet kann raus. Okay, da haben wir etwas, ja, das kann ich nicht lesen. Nein, das heißt Vitinium-Brennstab. Vitinium-Brennstab kann raus. Und wieso sind wir denn immer noch so voll? Ach, weil wir die... Wir sind ja immer noch auf Verkaufstour. Ja, natürlich. Na du, guckst deine Finger an. Hast du hier was von dem Halluzinogen genommen? Struktur kann hier rein. Oh mein Gott. Andersrum, so rum. Ressourcen, Struktur, raus damit. Chlor kann hinten raus. Die anderen, einmal die Küche und zweimal der Garten. Okay. Und dann sind wir fertig und können den Link hoffentlich verlinken. Wie geht's hier raus? Weiter ist gebaut. Da gehört eine Tür hin. Lasst mich. Das macht doch Spaß. Beim Spaß soll man Menschen nicht stören, weil es Spaß macht. Aha, wer hat das hier rüber gekickt? Ja, ich glaube, die Ärztin, die bringt hier auch manchmal absichtlich. Der ist langweilig und dann kommt sie auf solche Ideen. Na, wir legen mal da drüben ein Stück hin. Vielleicht mal gesehen, ob es ihm auffällt. So, Chlor schmeißen wir jetzt hier nochmal raus. Ach, da werden wir wahrscheinlich sowieso sehr viel mehr Chlor haben gleich. So. Ach, gleich. Ja, nun, später. So überladen. Ich möchte ganz gerne den Link noch fertig machen. Das möchte ich noch tun. Ah, da können wir doch schon mal sehr viel besser jetzt laufen. Den Frachtlink würde ich gerne noch fertig machen jetzt. Wie war das gastronomisches Zeugs? Okay. Alkane und so. Vielleicht zu den Pflanzen einmal. Boah, das ist ja auch noch einzustellen hier. Ja, man sollte immer eins nach dem anderen machen und nicht alles auf einmal. Und dann passiert auch so etwas nicht. Dass man dann immer sagt, ach, wir wollten doch das noch. Ach nein, das noch und das auch noch. So, wir stellen jetzt erstmal die ganzen Teile hier ein noch, oder? So, hier kommt... Ach, was haben wir denn mit dem Dichtmittel vor? Ja, super. Gut, dass es uns aufgefallen ist, oder? Aber hier muss ja sowieso alles rein, was wir jetzt haben. Tetrafluorid. Fluor. Und Alkane, keine Ahnung, aber wahrscheinlich, ja.
Ich dachte jetzt schon wieder, wir hätten das im Inventar gehabt. Gar nicht gesehen, dass das dann die Kiste war. Hier wird die Struktur hergestellt. Das ist auch wichtig. Nährstoff wäre noch wichtig. Und wie man sieht, Dichtmittel können wir auch schon herstellen. Ja, und Gift auch. Gift wäre aber vielleicht erstmal gar nicht so wichtig. Wir können 4 Sachen herstellen und wir haben 1. Also 4. Wir müssen ja noch ein bisschen was kennen. Ah, den fliegenden Bovisten. Ach, das sind die Bovisten. Das sind diese fliegenden Dinger. Ich dachte, das wäre so ein kleiner Kritter. Das sind diese Kritter, wisst ihr? Die können fliegen. Oh, wie schön. Ja, ganz alleine unterwegs, oder? Ja, scheinbar schon. Was wird denn hier angepflanzt jetzt? Das steht auf Dichtmittel. Ja. Eigentlich hätte ich hier ganz gerne Nährstoff drin. Ja, Wasserzufuhr ist. Strom hat das Ding wohl auch. Okay, wir lassen das mal auf Dichtmittel. So, dann kann das hier vielleicht Gift produzieren. Ist ja egal. Kommt ja sowieso alles drüben an, hoffentlich. Und das da noch mehr Dichtmittel oder was brauchen wir? Struktur brauchen wir eigentlich viel, oder? Ja. So, Struktur nochmal. Wasser ist 0 jetzt drin. Oder Wasser braucht es 0 von 1. Ja, deswegen steht das da auch. Aua, da müssen wir mal einen Zaun drumherum bauen. Warum ist denn hier so wenig Wasser drin? Was ist denn mit dem ganzen Wasser los? Da sind doch 12 Wasser. Wenn wir 1 brauchen, dann 12 geteilt durch 4 ist doch nicht 12. Da hier ist auch kein Wasser drin. Ach, dann wird schon stimmen, oder? Wo landet das Ganze? Das Ganze landet hier drüben. Ach, wir haben hier Chlorsilane kommt hier rein. Das ist aber nicht richtig. Das ist Chlorsilane da drüben. Ich wollte dieses andere Zeug da drin haben. Da, wo ist es? Hier doch, das ist Wasser. Und das hier ist Alkane, wollte ich. Nee. Alkane wollte ich doch da drin haben. Alkane kann da gar nicht gelagert werden, weil es... Ja, was ist denn das? Das ist auch ein Gas. Das hätte man eher wissen müssen. Ja, aber irgendwo muss das ja auch hin jetzt. Haben wir nicht hier irgendwo so ein Gas? Hier ist doch... Ach so, nee, das ist ja für Chlor. Das da ist auch für Chlor. Ja, Chlor, dann lassen wir das erst noch. Ja, Pech. Kann ich auch nichts für. Mann! Jetzt wissen wir aber wenigstens, dass das Gas ist. Und ja, gut, das Gute daran ist, dass schon mal von drüben das jetzt auch endlich hier was produzieren kann. Aber dass wir hier immer keine Leiter oder was haben, dass wir hier mal raufgehen können und gucken können. Ja, vielleicht wird das irgendwo mal einen Computer geben, an dem wir das alles einstellen können. Wo bleibt das ganze Wasser ab? Das hat ja auch überhaupt gar keine Verbindung. Da keine Ausgabe. Oh, bewässern wir erstmal hier unsere Pflanzen. Ah, das ist auch Quatsch. Das müsste schon hier irgendwo eine Flüssigkeit.
Flüssigkeitsbehälter haben. Hier zum Beispiel. So zum Beispiel. Dann haben wir nur noch das Gas. Ja, das Gas. Ja, ich weiß im Moment nicht. So. Ich bedanke mich jedenfalls für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir unsere Gewächshäuser mal angestupst, dass die auch richtig tun, was sie tun sollen. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.